drei Monate später zurück bei Steffens im bayerischen Bad Aibling. Wie ist es Petra und Niklas Steffen in den vergangenen Wochen seit Rosins Besuch ergangen? Eine positive Nachricht gibt es schon. Sie dürfen endlich ihren Außenbereich für Gäste öffnen. Das gefühlte Außengastro jetzt zu öffnen, ist schon cool, weil es einfach wieder ein Stück Normalität für uns bedeutet. Raus aus dem Steffens, raus aus dem Knast und wieder mit Menschen in der Öffentlichkeit zu tun haben. Da freue ich mich schon drauf, wieder den Kontakt zu haben. Und heute haben wir eine Reservierung schon mal. Das ist schon mal ein cooler Start. Die Inzidenz liegt stabil unter 100. Das heißt, es dürfen sich Angehörige eines Haushalts auch ohne Test bedienen lassen. Nur das Wetter spielt so kurz vor Eröffnung noch nicht mit. Machen wir alle Tische auf. Weiß noch nicht. So. Ja. Ja, ist doch eh wurscht. Ja. Dreimal wischen am Tag. Petra und Niklas Steffen haben auf ihrer Terrasse Platz für 24 Leute, die heute hoffentlich Geld in die leere Kasse spülen. Denn das Ehepaar ist hoch verschuldet. Wie viel Schulden habt ihr? 150. Ja. Woher kommen die Schulden? Die Schulden sind vom Umbau. Was gedenkt ihr denn im Monat zu verdienen? Was hier überbleibt im Monat? Habt ihr da mal eine Aufstellung gemacht? Du kannst doch nicht Geschäftsfrau sein und als Geschäftsfrau, als Unternehmerin in keiner Weise eine Vorstellung haben, was du umsetzt, was du, wie viel Gewinn du machst, was überbleibt und wovon du lebst. Weil dann muss ich wirklich sagen, du hast einfach gepennt. Monatlich zahlen Petra und Niklas eine feste Rate an die Bank. Doch der größte Teil der Schulden liegt bei Petras Schwester. Sie hat den beiden das Geld für das Restaurant geliehen. Mit der Rückzahlung muss sie sich allerdings noch gedulden. Unsere letzten Wochen waren von den Einnahmen her sehr niederschmetternd. Durch das, dass relativ wenig Leute ja gekommen sind, wenig Essen gegangen ist. Und die Umsätze nicht mehr annähernd da waren, wo sie hätten sein sollen. Ja. Und da fängt es dann schon leicht an zu zweifeln. Und dann geht dir auch schon der Bammel, schaffst du das überhaupt oder nicht? Ja? 500 Euro jetzt so einzunehmen am Tag wäre schon ein super erstes Ziel. Natürlich reicht es bei weitem nicht aus, aber es wäre ein guter Start. Mit 500 Euro am Tag könnten Sie zumindest die Betriebskosten zahlen. Ja, hallo Brigitte. Macht nix. Kein Problem. Also 12:30 Uhr, zweimal Toast. Neben dem Takeaway-Geschäft heißt es heute endlich wieder Gäste am Tisch bewirten. Also Bammel haben wir schon davor, weil erst stellst du dich 7 Monate auf To Go ein und dann geht das Ganze wieder los. Also das wird schon schwierig. Petra und Niklas haben eine wöchentlich wechselnde Speisekarte. Passend zur Saison bieten sie heute einen Spargeltoast mit Schinken an, mit Tomaten, Pesto und mit Käse überbacken. Ihr ursprüngliches Konzept in der Küche sah so aus. Gerichte aus aller Welt, möglichst kreativ und exotisch. Für Frank Rosin war das ein kulinarisches Chaos. Ihr müsst euch total verändern. Ihr bekommt jetzt von mir hier eine ganz persönliche Einschätzung, okay? Gut. Ihr spinnt einfach zu sehr rum. Ihr seid zu hipster-esk und ihr habt überhaupt keine kulinarische Orientierung. Und das ist euer Fehler. Und du mit deinem Gewürzewelt, das schnallt hier keiner und das will hier auch niemand. Im ersten Moment bin ich erschrocken. Im zweiten Moment habe ich mir gedacht, ist auch okay. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann gibt es es halt nicht, aber irgendwann werde ich es machen. Doch wie ist es jetzt?
die kulinarische Linie, die wir ja vorher gefahren sind, war ja das, dass wir sagten, wir probieren die Länder aus. Und klar, dass wir jetzt natürlich auch noch mal das mit aufgenommen haben, was er uns natürlich geraten hat, dass wir feste Gerichte mit drauf haben sollen, saisonelle Gerichte. Und dadurch, wir halten uns auch dran. Gerne. Touristen gibt es momentan keine. Daher kommen die Kunden fast ausschließlich aus der Umgebung. Und die nehmen ihr Essen manchmal sogar auf Tellern mit. Genau. Ihr bekommt es ja ausnahmsweise auf dem Tablett. Okay, danke schön. Geht so? Zahlen, ja. Super. 30, 40 machst du zusammen. Du musst den Rest. Ich danke euch. Lasst es euch schmecken. So haben die Gäste bei der To-Go-Bestellung zumindest ein bisschen Restaurantgefühl. Steffens, der Niklas hier, hallo. Weitere Bestellungen kommen rein. Könnten Sie Ihr Tagesziel von 500 Euro heute tatsächlich schaffen? Am Nachmittag wird es Kuchen geben, die Petras Vater Günther zubereitet. Pa? Ja. Ah ja, super. Du hast gesagt, du machst einen Apfelstrudel. Ja. Perfekt. Ganz gut. Die Florentina, die du. Kann ich mit vornehmen, oder? Die kannst du mit vornehmen. Super. Die sind fertig. Dankeschön. Glasiert. So. Bis später. Okay. Und während Günther Steffen den Teig für den Strudel macht, holt im Lokal die nächste Kundin ihr Essen ab, was sie eine halbe Stunde zuvor bestellt hat. Finde ich persönlich ganz, ganz toll, vor allem die Vielfältigkeit des Essens, die Kreativität des Essens, halt, dass es einfach wöchentlich halt immer unterschiedliche aktuelle, angepasste Essen gibt. Jetzt, zum Beispiel Spargelzeit halt eben, dass wir da ganz viel Spargelthema haben, ne? Finde ich einfach toll. Ich finde der Laden super schön, Essen ist hervorragend. So, so. Das habe ich noch. Danke dir. Mahlzeit. Lasst euch gute Zeit. Ciao. Peter, danke. Tschüss. Danke dir. Corona hat das Gastronomenpaar an den Rand seiner Existenz gebracht. 2020 haben die beiden das Lokal, das bis dahin ein Café war, von Petras Vater übernommen und mit zigtausend Euro umgebaut. Die Pandemie führte dazu, dass die erhofften Erlöse ausblieben. Die Einnahmen aus dem To-Go-Geschäft waren auf Dauer zu gering. Ja, es ist einfach Katastrophe. Es ist tatsächlich auch null. Bei dem Kassenabschluss rausgeht. Das ist unfassbar, wie deprimierend das ist. Wenn du den ganzen Tag hier stehst und arbeitest und machst und vorbereitest in der Küche das Essen und dann kommt keiner. Katastrophe. Also es war von mir immer schon so eine Prognose, der April geht noch, ja. Und der Mai, wenn nichts passiert und wenn auch jetzt diese Überbrückungshilfen nicht kommen, dann steht uns das Wasser ober dem Haarscheitel. Ja? Also dann wird es wirklich so, dass du sagst, ja, von was sollst du jetzt noch was zahlen? Solange das Lokal nicht wieder komplett geöffnet ist, ist an Schuldenabbau nicht zu denken. Das nächste Ziel ist jetzt, überhaupt kostendeckend zu arbeiten. Ein wichtiger Schritt dahin ist das Öffnen der Außengastronomie. Und so kommen am Mittag tatsächlich die ersten Gäste. Nach 7 Monaten Lockdown. Niklas, ein Kaffee bitte. Ein schwarz. Mit Milch? Schwarz. Ein Kaffee. Ich weiß, aber schwarz oder mit Milch? Mit Milch. Sehr gerne, Frau Paulmann. Wissen Sie denn schon, was Sie trinken, essen? Also ich hätte gerne ein Wasser. Ohne Blubber, mit Blubber? Mit Mineralwasser. Klein oder groß? Ein kleines. Ein kleines? Okay. Ja, ein kleines. Essen hätte ich gerne ein Spargelkäsch. Gerne. Ich nehme das Maiale Tirato. Sehr gerne. Es werden die Habibi-Hähnchenschenkel. Die kommen jetzt quasi einen Tag auf die
eingelegten Zitronen, dann kommen Oliven dazu, Knoblauch und eine Marinade. Und dann darf das mal so 24 Stunden im Kühlschrank stehen. Und das sind die fertigen orientalisch gewürzten Schenkel, die sie gestern eingelegt hat. Endlich kann Petra wieder für Restaurantgäste kochen. Von Spargelquiche über mediterranes Pulled Pork mit Zucchini-Kartoffelstampf bis zu Ravioli-Rucola in Tomaten-Salbei-Butter. Also ich habe gegen meinen Buchladen übernommen und das ist jetzt 2 Monate her. Und seitdem war es leider geschlossen und jetzt ist es wieder geöffnet und jetzt dachte ich, komme ich mal vorbei und schau mal, wie es ist. Und es schmeckt richtig gut, der Service ist super, taugt mir. So, hat alles gepasst? Ja, also das sieht doch toll aus. Das sieht nach, hat geschmeckt aus? Ja, super, freut mich sehr. Wenn das nicht geschmeckt hätte, hätten wir das nicht so hinterlassen. Tja, sag ich doch. Sie kann's. Das müssten viel mehr Leute rausfinden, dass unsere Küche einfach toll ist und meine Frau das cool macht. Es macht ja auch Spaß, die Leute persönlich zu sehen und so über mehr als ein paar Minuten an der Theke, sondern auch so live Kontakt zu haben, zu sprechen, zu gucken, wo sie herkommen, was sie machen, ob es ihnen gefällt. Auch Kritik, Feedback ist immer willkommen, absolut. Nur so kann man wachsen. Kritik gab es reichlich, als Frank Rosin vor 3 Monaten ins Steffens kam. Beim Probekochen flatterten Petra die Nerven. So, meine Geschwindigkeit ist heute sehr, sehr langsam, ich weiß. Ja, das Problem ist aber, dass ich jetzt nicht wissen will, wie es nicht funktioniert, sondern ich will wissen, wie es funktioniert, weil im Grunde genommen bist du so stark verunsichert. Da hätten wir uns 3 Stunden Zeit nehmen müssen. Okay, was macht man als erstes? Also ich würde als erstes die Südkartoffeln. Nee, ich würde als erstes mal Wasser aufsetzen. Das, was am längsten dauert, macht man zuerst. Schneller, ein bisschen schneller. Du musst einfach ein bisschen schneller, als wenn du gejagt wirst. Unter Realbedingungen kam Petra völlig aus dem Konzept. Schneller, 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 schneller. Du hast keine Zeit. Du hast keine Zeit. Los. Sag mal, ein Profi, will ich jetzt hier richtig Gas geben sehen. So. So, komm. Los, abschmecken, dass er doch schmeckt. Wir haben noch 3 Minuten. Ja. War natürlich keine freundliche Aussage, zu langsam. Man bewegt sich ja dann irgendwann in einer Komfortzone und das Tempo verringert sich, wenn du keine Arbeit hast. Ja? Dann sagst du, okay, dann mache ich das, wenn es soweit ist und nicht. Und wenn dann, du bist ja 7 Monate aus der Übung, ja, was sollst du machen? Ne? Ich kann mich daheim hinstellen und säckeweise Zwiebeln schälen und schneiden, aber was mache ich dann damit? Das ist ja Warenverlust. Womit wir bei einem weiteren Reizthema wären. Was machst du denn da? Wie schälst du denn eine Schalotte? Ich nehme Schalotten relativ selten her. Ich nehme normal die normalen Zwiebeln. Weißt du, was diese Antworten, ne? Die kann man nicht hören. Das sind Ausreden. Nur Ausreden. Sag doch ganz einfach, ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht. Ja, sicher, dann sag es doch, dass du es nicht kannst. Ich kann keine Zwiebel schälen. Ja, kannst du auch nicht. Aber willst du ein Restaurant führen? Deswegen bist ja du da, ich hab dich da angerufen. Also, du schälst die Zwiebel vom Strunk. Und dann nimmt man die erste Schicht, die nimmt man mit runter. Die erste Schicht. Hier, so macht man das. Das sind Zwiebeln, das sind Kälberzähne. Darf ich deine Zwiebeln benutzen? Bitte, mir läuft die Zeit davon. Apropos Zwiebel. Natürlich klappt es. Es hätte da auch geklappt. Nur wenn dann jemand daneben steht und dir dauernd Fragen stellt und dann stehst du da und singst dir, ja, jetzt bin ich schon zu blöd und Zwiebel schälen. Ja, mei. Am Ende war der Sternekoch aber versöhnt. Du hast jetzt gerade mal Gas gegeben. Du warst super. Deine Haare flogen durcheinander. Man hat gesehen, du hast Farbe im Gesicht bekommen. Und da ging mal richtig was ab. Was Petra beim Probekochen mit Frank Rosin gelernt hat, kann sie heute endlich in die Praxis umsetzen. Denn jetzt ist Tempo gefragt. Immer mehr Leute wollen Essen abholen. Danke. Solch einen Andrang hatten sie schon lange nicht. So, Nicole, lass dir schmecken. Dankeschön.
Könnte es mit dem Tagesziel von 500 Euro tatsächlich klappen? Der Nachmittag bricht an und damit die Kuchenzeit. 60 Jahre lang war das Lokal ein Café, bis Petra und Niklas es von Peters Vater Günther übernommen und daraus ein Restaurant gemacht haben. An der Kuchentradition wollen sie aber unbedingt festhalten. Ja, die Kuchen stehen auf der Karte nicht drauf, weil wir im Grunde, ehrlich gesagt, nicht wissen, was wir draufschreiben, weil der Günther das von sich aus immer macht. Er stellt uns einfach von sich aus, er kommt mit dem Kuchen rein. Aber wir wissen am Vortag nicht, was er vorhat, wirklich. Ob es dann so ist oder nicht. Aber das Einzige, was wir wissen konstant, ist, dass der Apfelstrudel von ihm geliefert wird, weil wir ihm den halt immer in Auftrag geben. Dabei wollte das Ehepaar ursprünglich auf Kuchen verzichten. Erst eine Aktion von Frank Rosin brachte sie zum Umdenken. Ich habe gestern mit Petra gekocht. Mhm. Sie musste in 30 Minuten zwei Gerichte kochen. Und wenn sie die 30 Minuten eingehalten hat, dann konnte sie etwas gewinnen. Ja, was hat sie gewonnen? Gucken wir uns an. Gigantisch. Ganz toll. Wahnsinn. Ja. Was sagst du, Günther? Ja, ist anständige Kuchentheke. Ja, oder? Ja. Ja, die Kuchentheke ist eine coole Aktion gewesen vom Frank, dass er die uns zur Verfügung gestellt hat. Damit wirkt der Kuchen gleich ganz anders. Er hat schon damit recht gehabt, dass im Vorfeld einfach so eine kleine Ecke mit dem Kuchen war. Und jetzt ist sie einfach so präsent. Die Leute laufen rum, können sich den Kuchen anschauen. Sie interessieren sich unheimlich dafür, wie er von innen ausschaut. Also Frank meinte, wir sollen den immer ganz drin stehen haben. Aber die Leute wollen wissen, wie der von innen ausschaut. Niklas veröffentlicht regelmäßig Bilder von dem aktuellen Angebot in sozialen Netzwerken. Er will so Gäste zum Kaffeetrinken anlocken. Aber auch Abholer, die den Kuchen mit nach Hause nehmen. Frank Rosin war von den selbstgemachten Kuchen des 81-Jährigen begeistert. Ganz besonders angetan war der Sternekoch von dem Apfelstrudel des Konditormeisters. So, Strudel. Also wenn da vom Papa nicht die Hände mit im Spiel sind, da weiß ich auch nicht. Das ist wie purer Apfel. Ich habe gar keinen Teiggeschmack. Und das ist großartig. Das Herz von Petras Vater hängt immer noch an dem Betrieb. Das wird schon wieder. Da machen wir eigentlich gar keine Sorgen. Wenn alles oft missläuft, also dann kommen auch die Leute wieder. Wir haben ja wahnsinnig viel Stammkundschaft. Ja? Oft, wenn ich in der Stadt bin, ja, Günther, grüß dich. Und wann ist denn wieder offen? Ja, sage ich, wenn alle aufmachen können, wann ist offen? Ja, wir kommen schon wieder. Ja, ja, sage ich, ist okay. Und die Bad Aiblinger halten ihr Wort. Besonders heute, wo nach 7 Monaten Corona-Zwangspause endlich auch wieder die Terrasse offen für Gäste ist. Das Kuchenangebot reicht von Erdbeerkuchen über Schwarzwälder Kirschtorte und Apfelstrudel bis zu Florentiner und Schoko-Mandelküchlein. Die Kuchen sind super. Also, die mag ich besonders gern. Also, ich halte mich mehr an die Kuchen. Ja. So. Tschüss. Schöne Grüße, gell? Ja, ciao. Auch auf der Terrasse wird bestellt. So, einmal die Schwarzwälder. Ja. Und die Walnuss. Ja, gerne. Ich nehm's gleich mit, genau. Super, danke. Dem schlechten Wetter zum Trotz kehrt an diesem Tag die Normalität ein Stück weit zurück in die Gastronomie. Wissen Sie schon, was Sie möchten? Oder ja, sind Sie einfach. Haferl-Kaffee. Haferl-Kaffee. Und haben Sie ein Butterbrezen? Nee, haben wir leider nicht. Natürlich, ein Stück Kuchen. Ein Stück Kuchen. Wir haben einen Erdbeerkuchen da, einen Schwarzwälder. Erdbeerkuchen mit ohne Sahne. Auch drinnen bestellen die Gäste die selbstgemachten Leckereien. Zum Beispiel Schlotfeger. Eine mit Kuvertüre überzogene Hippe, die mit Sahne gefüllt wird. Und natürlich. Oh, schau, gut, dass du es sagst. Na, komm mal zu mir, bitte. Ja, gut. Von der Breite noch. So, wie groß ist das? Ja, so ungefähr. Okay. Perfekt. Super. Dann sind es 34,30. Ja.
Ups. Vorsicht, dein Schlotfeder. Lass mich aufstürzen. Was hast du? 34,30. Du machst 37. Vielen Dank. Die letzte Kundin für heute ist zufrieden. Der Arbeitstag ist vorbei. 500 Euro wollten Petra und Niklas heute einnehmen. Haben sie ihr Tagesziel erreicht? Nick? Ja. Feierabend, oder? Ja. Kassenabschluss? Ja. Hast du schon gemacht? Ja. Ich möchte, dass du schätzt. Schätz mal. Der Arbeitstag im Steffens ist vorbei. 500 Euro wollten Petra und Niklas heute einnehmen. Haben sie ihr Tagesziel erreicht? Nick? Ja. Feierabend, oder? Ja. Kassenabschluss? Ja. Hast du schon gemacht? Ja. Ich möchte, dass du schätzt. Schätz mal. Schätzen. Also schätzen ist jetzt schwierig für mich, weil ich sehe ja nicht, was an sonstigen Sachen rausgeht. Also 400. So, gefühlt. 469. Das ist gut. Das ist eine coole Nummer, gell? Es war nicht das, was, wo wir uns hingesteckt haben, noch nicht, aber ja. Es ist auf alle Fälle deutlich. Sieht gut aus. Deutlich mehr. Ja. Genial. Ja. So darf es gern weitergehen. Ja. Besser noch. Ja. Ja! Ist das schon Weihnachten? Wenige Tage später spielte dann auch noch das Wetter mit. Ein aktuelles Video vom vergangenen Freitag mit gut gefüllter Terrasse. Wir melden uns aus unserer Außengastro in Bad Aibling, Steffen, und möchten euch sagen, Steffen zwar nicht der Bär, aber wir sind zufrieden, es läuft an und wir hoffen auf weitere Gäste. Das wünschen wir Ihnen auch.